Mit auf dem Weg zurück zur Lehrerin. Ich schätze, Crony wird bald bei uns die nächste Mission haben. Oh. Was da geklettert. Und dann werden wir weiter Gefährtenmissionen angehen. Dann Hauptmissionen wieder. Ich hätte mal wieder Arbeit. Das hatten wir schon, ja. Mal wieder? Kennen wir uns? Du hast für mich die Rottmolche und Häscher gejagt, die wir ange... Deine Vergesslichkeit nimmt ungesunde Züge an. Du solltest an ihr arbeiten. Also hast du jetzt Interesse an einer weiteren Aufgabe? Ich erinnere mich. Worum geht es diesmal? Ich habe die Unterrichtseinheit über Biotech-Wissenschaften beinahe abgeschlossen. Allerdings fehlt mir noch die größte Errungenschaft unserer Biotech-Ingenieure von damals. Das Herz eines Zyklopen. Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Hab ich schon. Ich habe das Herz eines Zyklopen bei mir. Du hast tatsächlich eines? Erstaunlich. Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich ein Zyklopenherz für meinen Unterricht zu bekommen. Damit kann ich endlich den Bereich der Biotech-Wissenschaften in meinem Unterricht abschließen. Sag mir, was möchtest du dafür haben? Eine gute Waffe? Ich riskiere. Die ganzen Kämpfe haben meine Waffen ganz schön abgenutzt. Du willst also neue Ausrüstung? Ich denke, die kann ich dir besorgen. Ich muss mit einem unserer Versorger reden. Am besten machen wir das sofort. Komm mit mir. Spürt, wie sie euch durchströmen. Wie sie beginnen, euer Handeln zu beeinflussen. Konzentriert euch auf das, was wir gelernt haben. Sie redet jetzt weiter zu den Kindern, während wir zum Verhandler rennen. Nein. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich brauche eine Waffe von dir. Kannst du gerne haben. Ich brauche nur die nötige Menge Splitter. Du kennst unser Motivationssystem. Ohne Splitter keine Ware. Ich bin keiner der Kollektoren. Du gibst mir, was ich brauche. Sofort. Ich? Alzea? Das kann ich nicht machen. Du kennst die Direktive. Höre ich da etwa Angst in deiner Stimme? Du wirst mir jetzt sofort geben, wonach ich verlange. Oder ich werde dich wegen eines Subordinationsverstoßes melden. Das ist nicht fair. Ich kann doch nichts. Schon gut. Ich gebe dir, was du willst. Gut, ich werde dir jemanden schicken. Er wird die Waffe abholen. Du hast mein Gespräch mit dem Versorger mitbekommen. Geh zu ihm und lass dir von ihm eine Waffe geben. Ich brauche dich vorerst nicht mehr. Ich danke dir für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich diesen Bereich des Unterrichts nicht abschließen können. So, nun muss ich aber los. Ich muss mich um das Herz kümmern, das du mir gebracht hast. Wir sehen uns. Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Warte. Ach, schon weg. Sie ist schon weg. Eine Waffe, bitte. Alzea schickt mich. Du sollst mir eine Waffe aushändigen. Du bist das? Das ist nicht Ihr Ernst. Ich soll einem Verräter eine Waffe schenken? Wir Kollektoren bekommen nichts außer das Allernötigste. Und dir wird eine Waffe geschenkt? Hier. Nimm sie und verschwinde, bevor ich meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Ja. Ist das eine gute Waffe? Ich hoffe schon. Ich habe meine ganze Energiemuni verkauft. Ja. Ich bin zu dumm, um sie zu nutzen, auf jeden Fall. Ich behalte sie mal im Inventar. Falls ich wieder Muni krieg und die Hose habe ich gewechselt. Ja, schau. Ohne Leckte, mit Leckte. Ohne Leckte, mit Leckte. Der hat dann die richtigen Dead Space Isaac Schlapfen.
Die Rüstung, wenn ich sie von hinten sehe, erinnert mich sowieso ein bisschen an Dead Space. Hat was davon. Und vorne zwar nicht so ganz, aber die Schuhe, die Hose und von hinten schaut sie ziemlich Dead Space-haftig aus. Das Spiel hat sehr viele Sci-Fi-Einflüsse. Man merkt es. Okay. Da. Der schickt mich hier überall auf der Map gerade herum. Nein. Punkt. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Ich plan die hier schon mal. Weit nicht vorbeigeschwebt. Das hilft mich gerade gar nicht. Hopp. Was will er da von mir? Dieses kleine Ding zerlegen. Was mir schon auf die Nüsse gibt. Wow. Warum kriege ich jetzt so auf die Fresse von dem kleinen? Habe ich gedodged. Ab, da ist noch was Zweites gekommen. Lass das weg. Wo ist das Fliegende? Direkt über mir? Ja, direkt über mir. Wo? Es braucht einfach den High Ground, wie es ausschaut. Was? Wo ist das Ding da oben? So, ich habe das erste dieser DNA-Fragmente für Dawkins gefunden. Wie viel Highground willst du denn haben? Dieses DNA-Fragment sieht vielversprechend aus für Dawkins Forschung. Ich sollte ihm davon berichten. Schau dir das Ding an. Wo? Ja, na okay, dann fighten wir halt nicht, wenn du da oben rumschwebst so hoch. Was? Wirklich? Okay, jetzt kommt er wieder runter. Hatte gerade einen ziemlichen Trip. Hopp, nein. Komm schon. Das trifft nicht. Geht doch. Oh, nervig, nervigst. Los entlang. Sehe. Anfang der Folge extra noch mal einige steckt ins Leben und neue Hosen gekauft. So viel in Leben gesteckt, Gott. Das Ding one-shottet mich einfach. Oh. Verdammt. Verdammt. Wie viel soll ich denn noch in Leben stecken hier? Zack, hier habt ihr das Ding. Macht es nichts mehr. Ich treffe halt. Ob das geht auf Kloni. Das einzige Problem von Captain Zack. Die Speere fliegen in Sekundentempo. So wie die Spucke der Gegner. So. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Gyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus.
Letzter. Warnung. Mutantenaktivitäten in diesem Gebiet festgestellt. Ursache unbekannt. Gut zu wissen. Ich werde vorsichtig sein. Ist richtig geflogen? Nein, nicht. Hey, Jungs. Red mich einfach. Oh je. Oh! Oh! Das war sicherlich die beste Landung. Hat sogar selbst mir weh getan. Oh, aber Sharks. Den verdammten Weg nicht weiten. Da müssen wir hin. Ach, da haben wir wieder sowas. Oh, was? Das ist mich total verrissen. Captain Jack, Assi. Sehr schön. Zwei von denen. Nett. Uffuhu. Sobald ich eine Schwede finde, kann ich mein Schwert auch nochmal upgraden. Zufällig gerade immer schwerer wird hier. Ich glaube, die das absichtlich so gemacht haben. Dass den ersten Punkt, wo man fliegt, am leichtesten ist und dann immer schwerere Gegner kommen. Ja. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Ich sehe es. Noch in Elix-Magie reinstecken, falls ich Lust hätte. Elektrizitätsschaden. Der schon wieder vorbei ist. Und das Viech vernichtet. Dark Rony. Du machst ganz bisschen, da freut man sich, oder? Aha. Ein weiteres DNA-Fragment. Fehlt noch eins, das Dawkins in meinem Adjutor markiert hat. Schicht im Schacht. Wo sind wir hier? Direkt ober der Grotte. Ich habe mich eine Stunde nach Wachen umgeschaut letztens. Und jetzt finde ich eine Schicht im Schacht. Kanonenmunition. 170. Naja. Kann ich nicht mal testen. Will ich Munition kaufen. Und Munition kriege ich im Bohr. Berserker. Bastion. Nein. Das sind die Berserker hier. Circa. Outlaws. Das Spiel ist das gleiche. Da ist doch mein Lieblingshändler. Wenn ich seine Waffen zurückgebracht habe. Nochmal danke, dass du uns geholfen hast. Wenn du etwas kaufen willst, bist du auf jeden Fall genau richtig bei mir. Ich habe das meiste, was ein Wanderer auf Magalan braucht. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nichts lieber als das. Jetzt keine Kanonenmunition hat. Das. Er hat gar keine Mission. Munition. Naja, so begeistert bin ich jetzt von deinen Waren nicht. Okay. Danke für das Geschenk. Man sieht sich. Alles Geld, was ich gehabt habe, rausgeschmissen habe. Alles Geld ist weg. Nur das Beste hat sie. Okay, Schwerter brauche ich. Mit der Hose. Die wird nicht mehr gebraucht. Kanonenmuni. Was kann ich mir kaufen? Wie viel?
Ah, wir nehmen sie nur zu testen. Jetzt ein Stück dann wohl reichen. Da war ich doch genau. Ende Gelände. Wo ist die Schmiede hier? Ah, Schrot fehlt. Ah, ich muss das noch erst verbessern. Darf nicht beschädigt sein. Ah, Mist. Schwert einregen. Schwert und Schrot fehlt dann noch. Mist, Mist, Mist. So, wo war die Waffe? Die wird noch getestet. Fett aus. Wird nur die fetten Waffen. Was hier oben? Ich auch noch nicht. Mal schauen, was da oben gibt. Seht ihr's? Habt ihr's gesehen? Das Flugschursaal, das da ein bisschen rumgeklitscht ist. Das hat wieder ein Highground im Berg. Das wird gar nicht erst angegriffen. Da hinten ist auch ein Konverter. Na, Konverter nicht. Schwarzer Turm. Bin mir noch immer nicht sicher, wie die heißen. Sky-Turm habe ich gesehen. Aber ist kein Konverter. Sehr effizient fliege ich darum. Teufel ist zu schwach für die Waffe zum Testen. Scheiße, ich bin keiner. Schaut da drüben auch interessant aus. Weil ich mal Lust habe, einfach nur zum Rum. Looten, was ich eigentlich hier brauchen sollte. Klar, da. Nein, Mann. Rita! Davon habe ich schon länger keiner mehr gesehen. Schwierig der Fight. Drüben geht schon mehr ab. Brrrr. Testen wir das Ding. 170 Schaden ist eigentlich nicht sehr viel. So langsam wie ich damit bin. Naja. Gleich zu der Schrotflinte. Macht's. Nichts. Nichts macht's. Ich muss schon schade auf schwere Waffen gelevelt sein. Was war das? Kill. Leute. Oh no, ich klitsch einfach mal in den Felsen rein. Hopp, du bist es. Da wird Crony. Was das Ding hier macht. Naja. Nicht sehr besonders. Einfach mal die Leiche weg. Netz. Netz, alles zerlegt. Oh, die Shotgun hat sich nicht ausgezahlt. Ritter, Freistoß. Ich habe nicht gesehen, wo er hingeflogen ist. Der Baum war im Weg. Ach, nicht zu weit. Schade, schade, schade.
das Ding. Das Ding wird verkauft. Das ist es nicht wert. Leider nicht. Ist fahrsam. Was war das? Interessant. Ich sollte nun genug Material für Dawkins Forschung des dunklen Elix haben. Es wird Zeit, dass er endlich brauchbare Ergebnisse vorweisen kann. Epischer Fight. Moloch scheint ihn zu verlieren. Das beginnt dem Moloch helfen. Okay. Wir haben es gleich geschafft. Roni hat die Spucke für mich abgefangen. Was für ein Bro. Treibstoff für das nächste eingesetzt. Obwohl ich hier ziemlich schwach mit Geld dran bin. Das Geld wird zerlegt, der Moloch. Oder er zerlegt mich, wer da reingeklitscht ist. Die Wand zu laufen. Peace. Nice, nice. Wasserfall, den wir noch erkundigen. Erkunden. Da rein kann. Nein, kann ich nicht. Noch mal rauf. Haben sie ja noch was Cooles versteckt hier in der Gegend. Ich glaube nicht. Gerade noch geschafft. Auf diese Seite. Bitte. Nicht verfehle. Ich schalte das Ding aus. Das Ding ist der One-Shot. Ja. Was sage ich? Die Klaue interessiert mich nicht. Oben ist noch eine Spinne. Da drüben war ein cooles Gebäude. Das ist der Tower. Mal zurück zu den Gefährten. Schauen, ob ich zum Zockertisch komme. Ohne dass ich angequatscht werde. Warte mal zuerst zum Schmied. Sachen verkaufen. Offscreen alles machen. Quatsch mich noch mehr an. Jetzt mache ich das gleich, falls mich noch mehr anquatscht. Wir quatschen mir dann nochmal an. Passt. Episode. Oh,